Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Fast hätte ich diese Aufnahme ausfallen lassen müssen oder sie später machen, denn meine Katze hatte sich tatsächlich meinen Stuhl hier gekrallt und darauf geschlafen, aber er hat gerade noch rechtzeitig gesagt, naja, dann darfst du halt doch aufnehmen. Ja, wünsche mich, um Elysium und Deponia zu retten. Ich glaube, er mag Rufus genug, als dass er zulassen möchte, dass wir die Welt nochmal retten. Okay, wir haben uns letztes Mal mit dem Architekten unterhalten. Schon mal, ich glaube, einen Blick ins Bohrloch geworfen, aber auf jeden Fall noch nicht mit dem Bauarbeiter gesprochen. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal versuchen, ins Bohrloch zu gucken. Einfach nur, weil ich mir tatsächlich nicht mehr sicher bin, ob wir das gemacht haben. Da können die lange bohren. Ja, ich glaube, das haben wir schon gemacht. Okay, der Bauarbeiter. Es stimmt wohl, was die Leute sagen. Klappern gehört zum Handwerk. Was? Klappern? Es stimmt wohl, was die Leute sagen. Klappern gehört zum Handwerk. Warum klappern? Okay, wir sprechen ihn einfach mal an. Vielleicht erklärt sich dann das Klappern, das ich gerade nicht verstehe. Was liest du da? Das ist die zukünftige Ausgabe von Hetz. Ach, was sonst? Und? Sind Helme wieder im Kommen? Ach, leider nicht. In der Zukunft werden alle handwerklichen Arbeiten von Maschinen verrichtet. Das wäre ja super. Da müsste niemand mehr arbeiten. Ich auch nicht. Was denkst du, warum ich mich hier so ins Zeug lege? Sicher nicht für das Geld. Der Job ist so schlecht bezahlt, dass ich noch einen zweiten brauche, um über die Runden zu kommen. Und was ist dein zweiter Job? Ich schreibe Fake-Rezensionen für ein werbefinanziertes Bewertungsportal, das kostenlose Vergleichsportale zum Erwerb von Baumaschinen vergleicht. Ach, wenn es doch endlich Maschinen gäbe, die uns all diese wichtigen Aufgaben abnehmen könnten. Er ist sehr kompliziert, was seinen Zweitjob angeht, oder? Habe ich das richtig verstanden? Er schreibt Fake-Rezensionen, also falsche, für die er bezahlt wird. Je nachdem, ob sie gut oder schlecht sein sollen. Für ein kostenloses Vergleichsportal für... Ja, ihr habt's verstanden, Rufus. Ich soll darüber nicht mehr weiterreden. Na gut, dann gehen wir halt an die Sirene. Wir scheinen hier ein ernsthaftes Fuel-Lock-Problem zu haben. Aber es ist noch zu früh, um Schuldfragen zu stellen. Da du daran schuld bist, dass das ganze Ding hier existiert, würde ich sagen, das ist deine Schuld. Oh je, Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Das heißt wohl, wir müssen eine Zwangspause einlegen. Nein, heißt es nicht. Man kann die Zukunft nicht warten lassen. Wieso? Wo soll sie schon groß hin? Okay, da ist ein Timer, aber was mache ich mit dem Timer? Da können die lange bohren. Was mache ich mit dem Timer? Es ist offensichtlich, dass sonst... Kann ich mit dem jetzt reden während dem Alarm? Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Ich wollte dich eigentlich auf den Fuel-Lock-Alarm ansprechen, oder was ich da jetzt machen soll. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Könnte ich nochmal mit... Na gut, es ist zu spät. Das ist doch die Hetz, oder? Sag dich doch bereits. Kann ich sie haben? Nee. Ich brauche sie zu Recherchezwecken. In dieser hochtechnisierten Arbeitswelt ist Weiterbildung integraler Bestandteil des Arbeitsalltags. Du könntest ja mal Pause machen. Meine Mittagspause wäre schon überfällig. Dummerweise kann ich die Maschine nicht allein lassen. Ja, deine Anwesenheit hier scheint mir geradezu immanent. Ich sag dir was, du bekommst das Magazin, wenn du mir dafür ein Erdnussbutter-Sandwich bringst. Ein Erdnussbutter-Sandwich also. Kein Problem. Das heißt, wir müssen tatsächlich die Erdnüsse zu Erdnussbutter machen. Jetzt haben wir auch endlich einen guten Grund. Kann ich sonst noch was mit dir besprechen? Hast du schon ein Erdnussbutter-Sandwich auftreiben Nein. können? Nein. Ich arbeite dran. Das nennst du Arbeit? Glaub mal einer dieser Faulenzer aus dem Dienstleistungssektor. Ich aktiviere noch mal die Sirene. Oh je, Fuel-Lock. Ja, ja. Kann ich... Sag dir jetzt was anderes. Hast du schon ein Erdnussbutter-Sandwich aufgetragen? Nee. Das glaub mal... Okay, wir müssen irgendwo anders hin. Vielleicht... Elysium-Cluster? Komisch. Ich sehe gar nichts. Ah, das ist der. Warte mal, da kann ich doch jetzt... Kann ich jetzt an die Tonnen mit dem Saatgut? Aber heil dich, Rufus, lauf schneller. Lauf schneller. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Ja, nimm. Er hat sich die... Mono. Die habe ich jetzt nicht bekommen. Nee, habe ich nichts bekommen. Nichts. Wahrscheinlich falscher Alarm. Da wäre noch der Hebel. Ich glaube, ich kann... Versuchen wir mal ganz kurz. Aber ich glaube, da beschwert er sich nämlich. War
mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelog-Rudel zerfetzt werden? Genau, und ich glaube, wenn der Fuelog-Alarm losgeht, dann könnten wir es eventuell... Warte mal, wo war das? Das war nicht zur Fahrt. Ach, das war hier runter. Richtung Zukunft. So, nochmal die Sirene. Und dann können wir vielleicht das Ding runterlassen. In der Hoffnung, dass dann nicht tatsächlich Fuelogs kommen. Oh je. Ja. Denn wir wissen ja, wir brauchen eine Fuelog-Suppe. Komisch. Ich sehe gar nichts. Fuelog-Rippchen. Kann ich das jetzt? Mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelog-Rudel zerfetzt werden? Manu, aber du bist doch gerade so schön abgelenkt. Ich störe ihn besser nicht. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Tja, dahin geht mein Plan, ne? Nichts. Wahrscheinlich falscher Alarm. Okay. Das hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Ich versuche nochmal das mit den... Aber wir brauchen ja sowieso Erdnussbutter-Sandwich. Das heißt, ich müsste... ich glaube, bei Rita konnte ich doch... irgendwas kaufen. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Genau, Toast und Milch. Ja, natürlich das Angebot, Toast und Milch, Portale sind's. Richtig, ja, mit ihr haben wir darüber noch gar nicht geredet oder mit den anderen hier drin. Die Portale sind zu. Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik. Haha, was hältst du von Rocco? Versuchen wir jetzt Rita mit Rocco zu verkuppeln? Was hältst du von Rocco? Rocco McChronicle aus der Werkstatt? Jung, athletisch, Arsch zum Reinbeißen. Kurz, nicht meine Liga. Aber du hast mich doch auch angebaggert. Psst, nicht so laut. Muss ja nicht jeder wissen, wie verzweifelt ich bin. Das hat gesessen. Ich glaube, wir lassen das erstmal. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Dass ich hier überhaupt eine Dating-Plattform habe mit dieser überschaubaren Anzahl von jungen, athletischen Männern. Wie Unk. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpumper. Ja, das fasst den Modus wie Wendy unserer geschäftlichen Vorabsprache trefflich zusammen. Ich dir geben Stein. Wie wäre es mit Steinskulptur als Stein? Rufus bringen Stein. Interessant. Bei dem Werkstoff, aus dem dieses bildhauerische Opus Magnum gefertigt wurde, handelt es sich offenbar um Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Leider verbietet mir mein Respekt vor den schönen Künsten, dieses ästhetische Machwerk zum Behufe meiner niederen kommerziellen Ambitionen auszuschlachten. Das wäre Barbarei. Alles klar. Das war ein absolut nötiger Monolog. Ich habe mir eine Bürste von Goal und kaputtes Butterfass, ja. Wir müssten irgendwie... Vielleicht könnte er... Oh, es schläft, das Schnabeltierchen schläft. Das ist so süß. Na, ja. Wir müssten irgendwie versuchen, das Kunstwerk zu zerstören. Kann Rufus das Rocco geben und das macht uns das Ding einfach kaputt? Kannst du das hier reparieren? Ich denke schon. Aber es ist gar nicht kaputt. Ich weiß, wir sind schnell. Empfehle uns gerne weiter. Also eher nicht so. Wenn ich es dem Bauarbeiter gebe, der sollte sich damit ja auskennen. Mit Geräten und Maschinen. Er bohrt hier immerhin ein Loch. Vielleicht soll ich es in den Bohrer schmeißen. Fuchtel damit nicht so rum. Wenn dieser Firlefanz in den Bohrer gerät, hast du die längste Zeit mal Firlefanz gehabt. Aber das habe ich doch genau vor. Ich will keinen Firlefanz mehr. Die Welt ist noch nicht bereit für dieses Kunstwerk. Aber in der Zukunft werden sie es sicher zu schätzen wissen. Total. Oder es geht kaputt, was ich mehr hoffe. Aua. Steinbrocken. Aber das sieht aus wie ein Punkt. Es ist vollbracht. Na, vollbrummen. Das sieht jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, mehr nach Kunst. Weil eigentlich sah das vorher schon irgendwie nach Kunst aus. Kann ich das Ding jetzt Unk geben? Guck mal, eine Steinmurmel. Haben schöne Murmel für dich. Rufus bringen Stein. Interessant.
Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Ja. Ich habe mindestens 2 Klienten, die für so einen Klunker viel Geld bezahlen würden. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampe. Recht so, quid pro quo. Und was war jetzt Furzpampe? Abführmittel. Rufus haben Furzpampe. Rufus glücklich, Hulk traurig. Ich glaube übrigens, die dürfen wir jetzt an die Toilette weiterreichen, denn der hatte ja Zeit Durchfall und jetzt hat er, glaube ich, Zeit Verstopfung, oder? Wer braucht denn da so lange? Ich glaube, das war's. Soll ich pfeifen? Nein, das hilft hier nicht. Ich habe eine echte Zeitverstopfung. Genau. Und die echte Zeitverstopfung lässt sich hoffentlich mit Abführmittel regeln. Hier, damit geht's bestimmt gleich besser. Oh, das ist ja genau das Richtige. Rufus, dein Retter in der Not. Die Töne, ne? Ich danke dir. Dankeschön. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Okay, was ist das? Benutzte Geldschein. Oh, Igitt. Und es stinkt doch. Igitt. Aber mit dem Geld könnten wir jetzt theoretisch von ihr, denn das möchte sie ja, könnten wir jetzt Toast und Milch kaufen. Damit wären wir unserem Erdnuss-Butter-Sandwich schon einen Schritt näher. Es macht sich, es wird, ne? Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit, bestell was. Ja. Ich möchte Toast und Milch haben, bitte. Einmal Toast und Milch, bitte. Kommt sofort. Hier, der Rest ist Trinkgeld. Ich hasse diesen Job. Warum? Ich glaube, ich passe. Jetzt können wir sie auf nichts mehr ansprechen? Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Ja, sollst du vielleicht wirklich. Wir haben Toast, wir haben Milch. Oh, warte mal, die Milch könnten wir doch mit dem... Ich glaube, das ist eine Hauptzutat, um Butter zu stampfen. Ja. Zu schade, dass der Butterstampfer kaputt ist. Ah, aber Moment, vielleicht kann Rocco den... Ich spreche gleich mit den Erdnüssen. Aber vielleicht kann Rocco den ja nicht kaputt machen, reparieren, meine ich. Reparieren. Das hier ist doch eine Werkstatt, oder? Ertappt. Vielleicht hätte ich das Werkzeug besser verstecken sollen. Mach heil. Was ist es denn? Wonach sieht's denn aus? Ich würde auf einen vorsintflutlichen Zylinderkopf tippen. Da die Zeitreisenden hier alle aus der Vergangenheit kommen, wundert mich das gar nicht. Reparieren lohnt sich da wohl nicht mehr. Aber zufällig habe ich einen Ersatzzylinder auf Lager. Hier. Behalt ihn ruhig. Das erste Ersatzteil geht bei uns immer aufs Haus. Komisch. Bei mir geht das erste immer ins Nachbarsfenster. Und das zweite vermutlich auch. Was haben wir da? Ein Zylinderkopf. Kann ich den mit der Milch verwenden? Ernsthaft? Das geht? Zylinderkopf mit Milch. Alles klar. Batteriebetriebenes Schnabeltier. Dann versuchen wir jetzt mal kurz, die Erdnüsse nochmal zu überzeugen. Denen haben ja letztes Mal unsere Argumente gefehlt. Das ist eigentlich... Schade. Ich habe gerade einen Moment gedacht, man könnte vielleicht... Die steht hier vorne so schön auffällig. Okay. Erdnüsse wollte ich aber. Na, schaut mal, wer wieder da ist. Meinst du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Ja, und diesmal weiß ich es sogar sicher. Für die Liebe. Für die Liebe. Ja, so weit waren wir schon mal. Die Frage ist doch, wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ach. Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Na, nicht für ungut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Die Frage ist jetzt, wie wir weitermachen. Wir haben jetzt ja schon einiges geschafft. Wir haben Toast, wir haben einen Zylinderkopf mit Milch, warum auch immer. Golds Haarbürste, warum auch immer. Und wir müssten jetzt eigentlich hier irgendwo beim Elysium-Cluster diesen Hebel ziehen. Denn wir brauchen ja Fuelock-Rippchen. Also sprich den Kadaver. Oh,
Ganz ehrlich, die Kadaver sind so eklig. Aber der passt ja auf. Selbst wenn wir die Sirene betätigen, passt der zu gut auf. Ich geh noch mal zur Farm. Reden wir doch noch mal mit Cronny. Der hat irgendwas von Socken erzählt. Aber vielleicht sagt er jetzt was anderes. Denk nach. Okay, nein, nein, das machen wir nicht nochmal. Dann gehen wir ins Farmhaus rein. Ich meine, 5 unterschiedliche Tierbisse in einer halben Stunde. Hallo? Respekt? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Das war definitiv eine Unterhaltung, die wir vorher noch nicht gehört haben. Also versuchen wir mal mit Goal und Goal zu reden nochmal. Erzählst du von unseren Abenteuern? Ja. Euer Auftauchen ruft eine Menge Erinnerungen wach. Ich hatte fast vergessen, wie lässig wir damals waren. Oh ja, so lässig. Möchtest du einen Zylinderkopf mit Milch haben? Hast du immer noch diese Angewohnheit, alles mitzunehmen, was nicht festgeschraubt ist? Vor allem habe ich immer noch diese Angewohnheit, meinen Schraubenzieher zu vergessen. Okay, möchte diese Goal vielleicht einen Zylinderkopf mit lecker Milch? Jetzt nicht, Rufus. Bist du etwa immer noch wütend? Nein, keine Sorge. Ich brauche einfach nur ein bisschen Zeit mit mir selbst. Alles klar. Kann ich aber mit dir reden, während du mit dir selbst redest? Das klingt falsch. Und? Können wir dann los? Jetzt nicht, Rufus. Ich erfahre hier gerade die unglaublichsten Dinge. Es ist wahr. Einfach alles. Die dunkle Seite. Den Yeti. All das gibt es. Alles klar. War hier drin nochmal irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Hier waren auch Skulpturen, mit denen können wir weiter nichts machen. Das batteriebetriebene Schnabeltier brauche ich bestimmt für irgendwas noch. Aber ich weiß noch nicht für was. Oh, vielleicht könnte ich das Rocco geben. Moment, wie komme ich denn hier nochmal? Da. Rocco, du willst doch sicher ein batteriebetriebenes Schnabeltier haben, oder? Ist das nicht entzückend? Kannst du das hier reparieren? Ich denke schon. Aber es ist gar nicht kaputt. Ich weiß, empfehle... Okay, das war nix. Ich würde es nochmal versuchen. Oder, wisst ihr was, wir probieren es nochmal anders. Ich spreche erst nochmal mit dem jungen Maverick, der ja eine Suppe möchte und mit dem Suppe verkaufen. Also an den alten Maverick. Ihr wisst schon. Reden wir nochmal. Meine Zukunft ist verwirkt. Aber dafür macht sie sich ganz schön breit in der Sitzecke. Noch habe ich mich ja auch nicht feuern lassen. Das ist alles so ungerecht. Ich sollte derjenige sein, der sich über Bedienungen beschwert und Leute feuern lässt. Aber wenn ich nicht schleunigst irgendwoher eine neue Philogrippe bekomme, werde ich niemals so reich werden wie ich. Und ich glaube immer noch, wenn es so wäre, müsste er doch einfach jetzt auch irgendwie sich spontan verändern, weil es die Zeitlinie nicht mehr gibt, aus der er stammt, oder? Bist du dir sicher, dass du das Licht nicht angelassen hast? Vielleicht ist es ja ein elektronischer Defekt. Genau. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Vergiss es. Die 5er-Serie hat keine Elektronikfehler mehr. Das war vielleicht bei der 2er-Serie so. Dem alten Butterstampfern fehlte sogar serienmäßig ein Zylinder. Apropos fehlen. Wo bleibt mein nichtsnütziges Vergangenheits-Ich mit der Fuelog-Suppe? Ich habe nicht Zeit meines Lebens geackert, um jetzt auf meine Suppe warten zu müssen. Fehlte ein Zylinder und wir haben einen Zylinder, wenn auch mit Milch. Den brauchen wir hier bestimmt auch noch. Ich probiere das einfach nochmal. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht mit der Sirene. Ich probiere das einfach nochmal. Das kriegen wir schon irgendwie. Oder kann ich den? Nee, den Hügel kann ich auch nicht benutzen. Oh je. Fuelog-Alarm. Schon wieder. Okay, beeil dich, Rufus. Ich möchte, dass du zum Elysium-Cluster gehst. Ich sehe gar nichts. Mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelog-Rudel zerfetzt werden? Kann ich ihn vielleicht mit dem... Oh, warte mal. So vielleicht ablenken? Das würde mich jetzt interessieren. Okay. Hey, Moment mal. Ich kenne dieses Geräusch. Da sind doch wieder Wombats an den Tonnen. Und während du die Tonnen beobachtest, kann ich vielleicht den Hebel endlich... Komisch. Ich sehe gar nichts. Yes, es ging. Perfekt. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Ja, die sind in der Tonne. Beobachtet die mal schön. Kitty, Kitty, Kitty. Und wir gucken dabei Kadaver an. Ich habe sie aus meiner Rippe erschossen. Jetzt... Nein, nimm die Rippe einfach. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Oh, es ist eklig. Den Kadaver kann ich nicht nehmen. Nein, kann ich hier hinten hin?
Nee. Kann ich hier vorne den Hebel bitte wieder ziehen? Ich fühle mich nicht wohl, wenn hier die Zugbrücke oben ist. Zeigt euch! Na los, zeigt euch! Komisch, ich sehe gar nichts. Kann ich denn jetzt auch mein Schnabeltier wieder haben? Schon, gebt mir einen Schuss, Fell. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Okay, also nein. Das heißt, jetzt habe ich aber ein Fuelock-Rippchen. Das heißt, ich kann zum Diner gehen und das einfach... Oh, ist das eklig, oder? Ich habe sie aus meiner Rippe erschaffen. Und jetzt brauche ich die Rippe zurück. Schon so ein bisschen sehr eklig. Aber die können wir jetzt dem jungen Maverick geben. Dann kann er die Suppe wieder kochen. Eine Fuelock-Rippe! Woher hast du die? Woher schon? Ich habe sie einem Fuelock aus den Rippen geleiert. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, kannst du die Suppe zu meinem Zukunfts-Ich bringen? Klar, warum nicht? Aber Vorsicht! Ich glaube, er sucht nach einem Grund, mich feuern zu lassen. Es ist egal. Erinnere dich einfach nur daran, dass du mir einen Gefallen schuldest, damit du mir nachher deine Fünfer-Serie ausleihst. Oh, ist das eklig. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber mit Geschmack hat das hier auch wenig zu tun. Ja, also wenn mir jemand mit dem Spruch kommen würde, würde ich einfach sagen, manche haben Geschmack und manche essen Fuelock-Suppe. Gut. Ah. Fuelock-Suppe, na endlich! Yum, 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 yum. Verdammt, die war ja sogar ganz passabel. Höre ich da Enttäuschung? Ja. Vom Leben. Meine ganze Jugend lang habe ich mal locht, um mir eine Interchange 5 leisten zu können. Jetzt bin ich alt. Anderen das Leben schwer zu machen, ist die einzige Freude, die mir geblieben ist. Und jetzt kriege ich nicht mal das mehr hin. Sei nicht so hart zu dir. Du schaffst das. Sei so gut und bring mir noch einen Nachschlag. Vielleicht finde ich ja dann das Haar in der Suppe, das mich ermächtigt, jemanden feuern zu lassen. Das ist die richtige Einstellung. Ich habe so eine Vermutung, wofür wir die Haarbürste brauchen. Und? Was sagt er zu der Suppe? Es scheint ihm geschmeckt zu haben. Er will noch eine. Wirklich? Oh, Junge, vielleicht habe ich meine Zukunft doch noch nicht vermasselt. Ich glaube schon. Hier, zum Glück ist jetzt wieder reichlich da. Yummy, yummy. In Haarbürsten sind nämlich Caroba, immer Haare. Da ist ein Haar in meiner Fuelock-Suppe. Dann seien Sie froh, dass Sie keine Fuelock-Suppe bestellt haben. Oh, das war jetzt eklig, Rufus. Okay, bringen wir ihm die Suppe mit dem Haar. Gucken, was er da macht. Fuelock-Suppe, na endlich! Ich war drauf und dran, mein Vergangenheits-Ich feuern zu lassen. Aber jetzt, Moment mal, was zum Vogel soll das denn? Da ist ja ein Haar in meiner Suppe. Ich will sofort mit dem Huch, wie kommst du denn so schnell hierher? Oh, du erlebst offenbar einen Nebeneffekt meiner neuen Instant Change 2. Sie benutzt eine Zeitreisetechnik, bei der keine neuen Zeitstränge entstehen. Alle Änderungen werden sofort sichtbar. Wolltest du nicht eben noch auf die Fünfer sparen? Ja, aber dann kam mein Zukunfts-Ich. Komplett pleite. Da habe ich ihm die Zweier abgekauft. Die ist auch ganz brauchbar. Solange man keine schwangeren Frauen mitnimmt. Und weil ich jetzt nicht mehr sparen brauche, habe ich direkt gekündigt. Mein Zukunfts-Ich brauchte eh dringend einen Job. Und wovon willst du jetzt leben? Als erstes haue ich meine Altersvorsorge auf den Kopf. Und dann mal gucken. Plötzlich sehe ich wieder eine rosige Zukunft vor mir. Perfekt, glaube ich. Reden wir mal mit dem alten Maverick. Der hat sich sein Leben sicher nicht ganz so vorgestellt. Jetzt hat er wenigstens einen Grund, griesgrämig und muffelig zu sein. Und tatsächlich, Draußen, das weiße Auto ist weg. Da steht jetzt ein rotes, wenn ihr hinguckt. Wunderbar. Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Na gut, dann gehen wir mal raus. Dem Ding fehlt ein Zylinder, aber wir haben ja einen. Hier sogar mit Milch. Ja. Nee, fest verschlossen. Dann geh noch mal rein und rede noch mal mit dem jungen Maverick. Der schuldet uns jetzt ja eigentlich einen Gefallen. Hoffe ich. Das ist also deine Instant Change 2 da draußen? Ja, wieso? Na, du hast das Licht angelassen. Tatsächlich? Bestimmt wieder ein Problem mit der Elektronik. Verdammter Butterstampfer. Warum nur habe ich nicht auf die Fünfer gespart? Tja, das weiß niemand. Hier, kannst du es bitte für mich ausschalten? Na klar, ich helfe doch, wo ich kann. Ach, du wirst das noch so bereuen. Wir haben jetzt tatsächlich den Zeitmaschinenschlüssel. Wo habe ich noch gleich meine Zeitmaschine geparkt? Und vor allem, wann? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du hast Glück, sie steht draußen. Okay, mit dem
Ja, ach so, ich muss einfach nur so machen. Okay. Und jetzt kann ich die benutzen? Boah, was ist das alles nur für ein Zeug? Ich frage mich, ob es mir gelingt, den Motor zu starten. Oh, oh. Verdammter Butterstampfer. Gut, dass wir, wie gesagt, einen Zylinderkopf mit Milch haben. Dafür brauche ich nur meine Finger und den Autoschlüssel. Der wäre hier auch recht nützlich. Aber ich... Damit kann man lediglich Zeitmaschinen antreiben und Butter stampfen. Mehr nicht? Aber... Aber ja, aber ich hab doch... Aber guck doch mal. Aber guck doch mal, hier. Dafür brauche ich nur... Und den Auto... Ach, die Motorhaube. Jetzt. Okay, ich habe nicht realisiert, dass das zwei verschiedene Sachen sind, die man anwählen kann. Aber ja doch. Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Allerdings gibt sich ein Rufus nicht mit schnöder Butter zufrieden. Ich habe Größeres im Sinn. Gewaltigeres. Du hast Erdnussbutter im Sinn, richtig? Okay. Die Frage ist, wie wir jetzt tatsächlich die Erdnüsse überzeugen können. Vielleicht sollte ich dafür nochmal mit Cronny reden? Oder vielleicht habe ich jetzt das passende Argument für die Erdnüsse? Na, schmeißt du mittlerweile wieder... Ja, ja, Liebe. Für die... Ja, ja, soweit die Frage... Wie genau... Ach, immer noch nicht? Ihr habt recht. Kein Mann, komm gern. Kann ich doch mal mit Vince reden? Irgendwie glaube ich nicht, dass wir mit Vince nur... Also wir konnten jetzt was mit Rita machen, von ihr das Ding abkaufen. Den Zeitreisen konnten wir wieder auf den Weg schicken. Mit Unkte haben wir die Murmel getauscht. Die beiden haben wegen uns die Plätze getauscht. Ganz ehrlich, ich glaube, mit Vince müssen wir auch noch irgendwas machen. Du kannst mich also mitnehmen? Jederzeit. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Aber ich kann nichts verändern. Leider nein. Könnte ich denn etwas mitnehmen? Nur, wenn es den Lauf der Dinge nicht verändert. Okay, aber das ist Gutes zu wissen. Wir brauchen eine Portalkarte. Ich glaube, das Elysium-Cluster ist für uns jetzt relativ uninteressant im Moment. Ich würde nochmal Richtung Zukunft gehen wollen. Das ist doch sicher so eine Portalkarte, oder? Ist da eigentlich noch irgendwie Architekt? Der Bauarbeiter? Der... Warte. Moment. Will der vielleicht einfach nur seinen Toast? Reicht dir das vielleicht schon? Toast mit... Nichts? Yum, yum, lecker. Muss es wirklich ein Erdnussbutter-Sandwich sein? Ja, muss es. Mein Ernährungsberater hat sich da sehr deutlich ausgedrückt. Dein Ernährungsberater rät dir zu... Das muss ein sehr kompetenter Mensch sein, wirklich. Wir haben hier nur die Sirene, den Architekten und den Bauarbeiter. Weiter war hier nichts. Ja gut, das Bohrloch noch. Bohrloch, sage ich schon. Das Bohrloch. Aber sonst gab es hier auch nichts. Wir haben wirklich nicht mehr so viel. Wir haben den Zylinderkopf mit Milch. Wie überzeuge ich? Ich gehe nochmal zu Goal und Goal. Das war hier drüben irgendwo. Ha. Wenn ich... Okay, nein. Den Zeitmaschinenschlüssel kann ich definitiv nicht mehr anfassen. Ne Wombat. Ich frage mich wirklich... Es waren natürlich keine echten Pfannkuchen, wenn du verstehst. Nicht ganz. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Kann ich dir den... Nee, warte, bestimmt auch nicht. Nee. Ah, wenn ich ihr das Toastbrot zeige? Hast du immer noch diese Angewohnheit, alles mitzunehmen, was nicht festgeschraubt ja. ist? Ja. Vor allem habe ich immer noch diese Angewohnheit, meinen Schraubenzieher zu vergessen. Okay, irgendetwas müssen wir übersehen, deswegen benutze ich nochmal die magische Leertaste. Aber hier drin ist ja nichts mehr, außer die Skulpturen. Aber ich glaube, mit denen kann man wirklich nichts mehr anstellen. Irgendwas übersehe ich vermutlich. Cronny? Aber mit Cronny will ich nicht schon wieder reden. Ich will nicht schon wieder was über Socken hören. Was habe ich hier übersehen? Oh, warte mal, genau! Die Hebel, die Hacienda. Hier ist vielleicht noch irgendwas. Das hatte ich ganz vergessen, dass wir hier auch hin können. Die Leine! Aber Dalli, Dalli! Ist ja schon gut. Aber guck mal, Zeitmaschine.
guck mal, Zylinderkopf mit Milch. Ich sagte, verzüglich! Ist ja schon gut. Na gut, das war dann wohl scheinbar auch nicht so die ultimative Lösung. Was habe ich übersehen? Irgendwas muss ich übersehen. Elysium Cluster, Zukunft, das Deine. Was sind das für drei Sachen? Motor, Motorhaube, ah, und die Zeitmaschine selber. Schon klar. Ist hier irgendwas Interessantes noch? Irgendwas, was ich bei Rocco... Ich versuche nochmal mit Rocco zu reden. Hey, Rocco! Howdy, Rufus! Ah, perfekt! Ich glaube, wir können ihn vielleicht mit Rita... Ich glaube, ich kenne jemanden, der dich mag. Das muss doch die gute Rita sein. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich mag. Glaubst du? Aber ja! Sie hängt wie eine überreife Frucht am Baum des Lebens und wartet nur darauf, dass du ihr einen Antrag machst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie hätte doch was gesagt. Unsinn. Sie will natürlich, dass du den ersten Schritt machst. Aber gleich ein Antrag? Wäre das nicht überstürzt? Frauen wollen überstürzt werden. Welche Frau würde sich auch mit einem wie dir einlassen, wenn sie Zeit hat, drüber nachzudenken? Also ran an den Speck, sonst schnappt ihn dir ein anderer fort weg. Und die zweite Maus kriegt nur noch Käse. Aber... ich hab doch gar keinen Ring. Und einen Frack für die Hochzeit habe ich auch nicht. Lass das mal meine Baustelle sein. Deine ist, dir die richtigen Worte für deinen Antrag zu überlegen. Kleiner Tipp, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Wirkt manchmal Wunder. Aber, oh je. Oh, wer erinnert sich noch an die Gedichte? Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Oh, die waren so toll. Oh, die waren wundervoll. Aber ganz ehrlich, die zweite Maus kriegt nur noch den Käse. Was ist denn, wenn es eine vegetarische Maus ist? Die sagt, Käse ist okay, der ist aus Milch, dafür ist kein Tier gestorben. Aber Speck mag ich gar nicht. Könnte doch auch sein. Aber das ist schön. Das heißt, wir müssten eventuell für ihn jetzt einen Ring und einen Frack besorgen. Oder vielleicht nochmal auf Rita zugehen und ihr sagen, dass der mit dem knackigen Hintern, der gute Rocco, gar nicht so abgeneigt ist. Allerdings machen wir das einfach mal erst nächstes Mal, würde ich sagen. Für heute haben wir genug Armor gespielt und sind genug vorangekommen. Lief ganz gut. Dafür, dass meine Katze mich erst gar nicht spielen lassen wollte, lief das alles ziemlich gut. Deswegen verabschiede ich mich auch für heute erstmal. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich unglaublich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder hier in Paradox City mit dabei seid. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und wie gesagt, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.